Diesen Mittwoch verleihen wir den Oscar für das beste Multiplayer-Spiel. Der ersten Kategorie mit etwas mehr Nominierten, weil es einfach so viele tolle Spiele auf unserem Kanal gibt, da konnten wir es nicht weiter eingrenzen. Unser erster Kandidat ist Bad Race, einem schon etwas älteren Spiel von uns. Ursprünglich in Minecraft 1.6 erstellt, läuft es tatsächlich immer noch in Minecraft 1.8. Der Pfad wird, wie ihr seht, von einer Fledermaus erstellt, die dann zufällig die Sprünge und Längen setzt. Ziel ist es natürlich, den Pfad dann so schnell wie möglich zu passieren. Das Spiel ist für bis zu 4 Spieler und wenn man an so einem Enderkristall, wenn ich mich nicht täusche, vorbeikommt, dann hat man einen Checkpoint passiert und wenn man runterfällt, wird man genau an diesem Kristall wieder auf den Weg gesetzt. Das Ganze kostet nichts, allerdings wirft es einen natürlich unter Umständen sehr weit zurück. Wer dann als Erster am letzten Checkpoint ankommt, hat gewonnen. Und wie ihr seht, man sieht auch immer schön die Zeit der einzelnen Spiele. Der zweite Kandidat ist Soundline 2. Dieses Spiel, das ein wenig an Simon Says erinnert, war ursprünglich ein Singleplayer-Spiel in der ersten Version und wurde dann als Multiplayer-Spiel für bis zu 4 Spieler neu aufgelegt. Natürlich lässt es sich trotzdem alleine spielen. Ziel des Spieles ist, eine Melodie nachzuspielen, ohne dabei einen Fehler zu machen. Jedes Mal, wenn die Melodie einmal durchgespielt hat, kommt ein weiterer Ton hinzu und dadurch wird die Reihe immer länger und immer schwieriger. Um die Schwierigkeit noch weiter zu erhöhen, wird außerdem die Geschwindigkeit höher. Dieses Spiel ist natürlich auch technisch sehr aufwendig und macht sich hier eine Reihe aus Blöcken als Speicherstand zunutze. Unser dritter Kandidat ist Pathfinder, einem auch schon etwas älteren Spiel, allerdings auch in der 1.8 lauffähig. Ziel ist es hier, einem Pfad, den man natürlich nicht direkt sieht, zu folgen und als Erster dann diesen Zielraum zu erreichen. Das Spiel ist für genau 2 Spieler gedacht, beziehungsweise man kann es natürlich auch alleine spielen, aber das macht wenig Spaß. Und wer zuerst ins Ziel kommt, bekommt 3 Punkte. Der Zweite hat dann noch die Chance, innerhalb einer Runde ins Ziel zu kommen und kriegt dann einen Abstauberpunkt. Es gibt 3 Schwierigkeitsstufen. Man kann diese wild mixen. Es wird dann immer zufällig eine Map ausgewählt. Und die Schwierigkeitsstufen unterscheiden sich in der Raumgröße, was es natürlich deutlich schwieriger macht, den Überblick zu behalten. Es gibt insgesamt 18 Maps, 9 leichte, 6 mittlere und 3 schwere. Unser vierter Kandidat ist Käsekästchen. Das Spiel Käsekästchen selber sollte relativ einfach und bekannt sein. Man kann sich ein Feld erstellen, bei uns in beliebiger Größe, mit beliebigem Rand, den man selber einzeichnen muss. Und dann muss jeder Spieler abwechselnd einen Strich malen. Wenn man die Striche gemalt hat, kommt natürlich der nächste Spieler dran. Wenn man an dem Punkt ist, wo ein Spieler ein Feld mit von allen 4 Seiten zumacht, bekommt er einen Punkt und darf einen weiteren Strich malen. Natürlich muss man versuchen, taktisch so klug zu agieren, dass der Gegenspieler möglichst wenig Felder ausfüllen kann, weil man natürlich pro Feld einen Punkt bekommt und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Unser fünfter Kandidat ist 4 gewinnt. Dabei war es uns vor allem wichtig, eine möglichst optisch ansprechende Variante zu machen. Natürlich machen einem die Minecraft-Lags da wieder einen Strich durch die Rechnung, aber ansonsten funktioniert dieses Spiel genauso wie der große Bruder aus dem richtigen Leben. Man muss 4 in eine Reihe bringen und wer das zuerst schafft, hat gewonnen. Dabei kann man natürlich taktisch spielen oder wie wir hier ohne Taktik. Den Slot, wo man seinen Stein absetzt, kann man mit den Slots des Inventars wählen, die man sieht. Abgeworfen wird der Stein dann mit einem Knopf auf einen der 4 Knöpfe, welcher ist egal.
wohl aufwendigste an dem Spiel war die Abfrage auf die Siegbedingungen. Dafür ist unter der Map ein ganzes Muster an möglichen Siegkonstellationen, das nach jedem abgeworfenen Stein abgefragt wird. Der letzte Kandidat für den Titel des besten Multiplayer-Spieles ist Mensch, ärgere dich nicht. Ein bekanntes Kinderspiel, das von Kikon in Minecraft umgesetzt wurde. Dabei vertraut es auf einen Riesenhaufen Kommandoblöcke und Entities. Da es sich die neuen Repeating-Kommandoblöcke und Chain-Kommandoblöcke zunutze macht, kann es natürlich nur in der Update-Version 1.9 bzw. in den Snapshots funktionieren. Man kann ganz normal mit bis zu 4 Spielern spielen. Dabei werden nur mögliche Züge zugelassen, sollte jedoch eine Spezialregel in Kraft treten, kann man diese leider nicht wirklich gut abfragen, wodurch man dann selber als Spieler auf die Umsetzung dieser Spezialregeln achten muss. Und der Gewinner in der Kategorie Bestes Multiplayer-Spiel ist Pathfinder. Morgen seht ihr dann die besten Kleinprojekte.